Fangen wir mal an. Fangen wir an jetzt, oder? Moin. Moin. Ja, hier sind wir wieder. Die Lichtmaschine von der Sunglass. Wir haben ja das Problem gehabt, wir haben ja die Elektrik eigentlich sehr gut zusammengebaut mit Ladekontrolle und was wir gemerkt haben, wie das die Sunglass lief. Sie lädt nicht. Sie lädt nicht. Und das kann ja nur an der Lichtmaschine oder am Regler liegen, eigentlich. Ja. Und weil wir dann jetzt so gesehen haben, dass die Lichtmaschine so gammelig war und wirklich alt, ja, wenn man sich das so sieht, wir haben das jetzt alles sauber gemacht, hier neu gemacht. Wir haben sie erstmal ausgebaut, das war ja schon ein Fall für sich. Ja, das war auch schon ein Fall für sich. Wir haben den Anker jetzt sauber gemacht. Ich hatte den in der Drehbank und einmal kurz den so ein bisschen runtergedreht. Nicht richtig gedreht, sondern mit Schleifpapier geschliffen. Und dann kommt es ja immer darauf an, dass auch hier zwischen den Kollektoren hier immer Freiraum ist. Und das war mich alles schon richtig verdreckt. Und jetzt haben wir dieses hier mich schön freigekratzt. Wir wollten ja das nochmal messen, Jörg, hier. Ob der Durchgang ja. So... Das sind hier die Feldspulen, 1, 2, 3, 4. Und die sind ja miteinander verbunden. Und wenn da irgendwo jetzt ein Kurzschluss drin ist, darf ja nicht sein, die musst du auf oben messen hier. Mhm. Oben habe ich. Ja, die habe ich, die Kabel habe ich auch schon neu wieder angemacht und mit Schrumpfschlauch. Guck mal hier, mit Schrumpfschlauch schön. Ja, ne? So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob die überhaupt Durchgang haben. Wir können den mal hier hin tun. Kann man das auch sehen? So, die müssten ja Durchgang haben. Das haben ja, sie. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und sie dürfen ja keinen Durchgang zur Masse haben, ne? Nee. Nee, da hat er nichts. Das haben sie nicht. Und der dürfte es dann auch nicht haben, weil die beiden haben ja zueinander Durchgang. Ja. Also ist da alles in Ordnung. Das habe ich auch sauber gemacht. Und ich habe gemerkt, oh, die Lager sind eigentlich noch gut hier. Funktioniert alles. Was ich gemacht habe, ist ja noch im Internet so eine Kugeln bestellt. Da waren aber leider die Kabel zu kurz. Und dann habe ich dann einfach diese Kabelschuhe angelötet. Jetzt sind das die alten hier? Ja. Die sind. Ja, der eine war der extrem eine ist, und der hatte keine Spannung mehr. Das ist der Plus und das ist der Minus. Und die kommen ja hier rein, die Kugelstifte. Da, und wenn die zu kurz sind, dann haben die Federn, schaffen das nicht mehr, auf den Kollektor zu drücken. Deswegen haben wir jetzt zwei neue und lange. Das zudem ist das ja richtig kurz, ne? Ja. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, ne? So vergleicht, ja. Wenig Spannung hatten die. Ne? Wir bauen die jetzt einfach mal zusammen. Ja. So, pass auf. Wir fangen hiermit an, was? Ja, fang damit mal an. Da ist hier ist eine Markie, hier ist eine Kerbe. Ja. Und hier ist ein Punkt. Das und hier ist eine Schraube. Die kurze müssen wir erst haben, ne? Das sind ja zwei verschiedene. Und das ist unten, das ist oben. So. Und der ist schon mal da drinne. Dann kommt das Kabel kommt hier unten rein. Da ist auch eine Kerbe, ne? Ja, da ist auch eine Kerbe. Ja. Der kommt oben und der kommt unten rein. So ist das. Guckst du mal, wo die Kerbe ist? Warte mal. Die Kerbe, da ist die Kerbe. So. Ich muss ja da. Hast du den? Die Kohlen müssen ja noch nach draußen sein. Die dürfen noch nicht drin sein. Wo ist die andere denn? Nee, die ist noch ganz draußen, die andere. Ach so. Wieso geht er da nicht rein? Muss doch. Hat er da auch eine Kerbe? Nee, ne? Muss man mit dem dicken Hammer nehmen. Den Nicht-Gummi-Hammer. Gut, ich hab es jetzt. So, und hier kommt nämlich gar nichts dran. Da war nur der alleinige dran, ne? Wo? An diesen. Nee, da kommt doch Feld dran. Da kommt Plus und da kommt Feld. Und hier? Da kommt die Kohle ran. Da kommt die Kohle ran. Hier. Das ist Minus. Ja, und die habe ich noch verlängert hier. Die waren für was ganz anderes. Die habe ich dann hier noch mit diesem Kabelschuh verlängert. Stimmt, für eine Waschmaschine oder so. Ja, weiß ich, stimmt doch nicht. Oder? Aber ist auch egal, ne? Ja. Passen guck mal, der kommt da rein. Und jetzt kann ich diese Feder hier aushaken und guck mal hier. Zack. Also hier bei der Lichtmaschine würde ich sagen, ist noch Learning by Doing, ne? Das ist auch Wahnsinn, ne? Man meint, man weiß, wie so eine Lichtmaschine funktioniert und dann sieht man so ein altes Ding. Mm. Und dann ist es doch alles ganz anders. Oh, guck mal, die hat jetzt auch Spannung hier drauf. So. Ja, die war ja auch nicht ganz so abgewetzt wie die andere, ne? Nee. So, jetzt dreht er sich hier, ja, ne? Ja. Haben wir alle Kabel dran. Den schraube ich nochmal fest.
Ist der auch fest? Ja. Die müssen wir hier sowieso noch mal abhaben, ne? Ja. Aber wir wollten gleich mal einen Probelauf machen, ne? Oh ja, jetzt dreht er sich. Das ist doch schon mal ein Zeichen. Ja, das hat er vorher nicht gemacht, ne? Oma. Knöft. Die hat knöft. 90 Watt. Ja. Wir sind zuversichtlich. Wir bauen sie ein. Die bauen wir jetzt mal ein. Ja. Willst du da gleich die Schraube reindrehen? Ja. So, jetzt müsste ich noch einen Schraubenzieher haben. Den? Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt da in der richtigen Position sind. Ja, warte mal. Warte, ich hatte doch hier eine Lampe. Doch, da kannst du ja gar nichts sehen, ne? Das ist auch keine Arretierung, ne? Wo das. Nee. Ich glaube, jetzt bin ich drin. Ja. Bin ich da denn? Findest du das Loch nicht? Nee, jetzt habe ich's. So. Gut. Und jetzt darf der uns ja nicht abhauen. Jetzt so, aber. Jetzt. Die ist aber ganz schön lose. Aber guck mal hier, wenn ich jetzt drehe. Ja, dann spannst du den, ne? Ja. Sauber. Da kann ich ja drüben schon mal. Die Mutter raufdrehen, ne? Die Mutter raufdrehen. Kommst du da hin? Ja. So. Gut. Willst du die andere Schraube auch gleich festziehen? Ja, die brauche ich mal einen ordentlichen Schraubenzieher. Der ist ganz gut, ne? So, gut. Ja, dann können wir ja den Deckel daran bauen. Den Seitendeckel? Ja, ja hier. So wollen wir tun. Also ich bin mal sehr, sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch läuft mit der Lichtmaschine. Sag mal, wie sieht die Dichtung denn aus? Wieso? Die ist doch gut. Hast du die in der Spülmaschine sauber gemacht? Das dürfte jetzt nicht Susi erzählen, dass Andi die in der Spülmaschine sauber gemacht hat. Ich habe ja noch nicht Ja gesagt. Ich gehe da mal von aus. Ja, das mache ich immer. Dann werden die nämlich schön trocken und ich wollte nicht eine neue Dichtung schneiden. Die nehmen wir wieder und die wird einsilikonisiert. Genau. Und dann ist alles wieder, wie es war. Aber die ist ja bombenmäßig sauber und trocken, ne? Ja, bloß nicht noch in Öl legen hier. Nee. So, hängen die mal da hin. Und nicht Susi erzählen. Sag das mal nicht Susi, nee. Bitte nicht. Ich bin entlarvt. Du bist fällig. Das gibt immer Ärger. Ich soll das doch nicht. Das in Geschirrspüle packen. Der Deckel war auch da drin. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nee, aber ich. Jetzt ist alles raus. Ich wundere, wie schön sauber der ja. Du, mach doch nicht. Ne? Sauber bei 70 Grad. Ja. Guck mal, wie die Schrauben aussehen. Die machen wir erstmal schön sauber mit der Drahtbürste, ja. Weil da so viel Gammel und Rost dran ist. Gut, dann ich hole mal eine Drahtbürste. Mach doch draußen mit der elektrischen. Ja. Mach ich. So, ich habe alles eingeschmiert. Ja, jetzt müssen wir da noch ein bisschen, wo der Semmelring ist und auf die Welle noch ein bisschen Öl drauf machen oder Fett. Damit der Semmelring das gut hat. Ne? Mhm. Und hier auf die Schaltwelle auch. Ein bisschen einfetteln. Macht man noch so, ne? Ja, das ist gut. Und vielleicht da auch noch mal was hin. Ach so, da ist der Simmerring doch auch hier. Nee, hier läuft ja die Kickstarter-Welle auch noch in der Buchse. Aber da ist auch ein Simmerring. Ah, ja. So. Ich glaube, das haben wir alles gemacht dafür. So, dann kommt der da rauf. So.
wäre ja schön. Warum geht er da nicht rein? Soll ich mal halten? Ja. Bisschen höher muss er. So, mach mal. Schieb mal. Ja, weiter. Ja. So, ich hol mal einen Holzhammer. Man kann ja auch einen Eisenhammer nehmen, ne? Ja. Das sind die Passstifte, du. Ne? Mhm. Nochmal. Ist ja hier unten schon dran. Ja. Toll, ne? Das müsste gut sein. Bei dem warst du mir sicher hier, ne? Ja, die lange. Darf ich mal einen Lappen haben? Nee. Oh, das ärgert mich mit den Schrauben. Aber dann machen wir mal neue rein. Du hast es aber gut gemeint mit der Dichtungsmasse, du. Das ist auch zweimal drauf. Ja. Das muss rausquetschen. Ja. So. Kickstarter dran. Ja. Schalthebel dran. So, ne? Der Schalthebel macht mir noch Sorgen. Der hier? Ja. Weil. Das weiß ich auch nicht, was Herr Sandglas sich dabei gedacht hat. Wenn der Auspuff nämlich dran ist. Denn ist es so, wenn der so weit ab ist, den kannst du gar nicht schalten. Guck mal, da kommt der immer dagegen. Dagegen. Der muss, entweder wir müssen ihn weiter so umbiegen und dann sind die Schaltwege so Meter lang. Doch. Was ist das denn? Ja, das da haust du dir ja mit dem Knie ins Gesicht beim Hochschalten. Immer so hier. Das ist noch nicht ausgereift. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe ja ein neues Auspuff vorgeholt. Soll ich dir das mal zeigen? Ja. Ich hole mal beide Varianten. Ne? Variante 1, nagelneu, Nordhorn-Style. Stimmt. Variante 2, oh, ich habe den Schalter einfach rausgekriegt. Das ist doch original. Aber guck mal hier, so, wir hören das doch. Oh, der hat schon kaputt hier. Und den wollte ich vielleicht gar nicht mehr nehmen. Und ich denke, wir bauen gleich den anderen ran. Guck mal, die Halterung umdrehen hier, den. Und dann kann man den so mit da ranschrauben. Ja, so. Der kann auch da. Ah, das ist die Fußraste. Da kommt die Fußraste. Das müssen wir auch noch berechnen. Und dann muss ich den Schalthebel. Oh, so kurz wäre schon schön, ne? So, ne? Warte mal, die Fußraste ist doch hoch, ne? Die geht doch überweg. Ja, die kannst du ja mal ranschrauben. Die Fußraste stört weniger, ne? Wo gehört die denn überhaupt hin? Gehört die so, ja, ne? Ja. Ja, eigentlich könnte man die ja schon anbauen, weil das dann auch das für alles die Voraussetzung ist. Oh, falsch. 19, ne? 19, ne? Ich hol mal. Die muss ja hier so oben hin, so, würde ich mal sagen. Ja, woanders macht die. Ich gehe mal auf die andere Seite, weil die muss auch gleich mit fest. Die hängt ja hier auch auf 7:30. Tut sich da was? Ja. Oha, warte. Jetzt nochmal. Aber ich weiß die Stellung noch nicht so richtig. Das müssen wir, glaube ich, mal ausprobieren. Ja, Andi, jetzt haben wir das hier, jetzt müsstest du eigentlich mal Probe setzen, oder? Ja. Und mit dem Kickschalter hauen wir das ja hier auch hin jetzt, alle. Ja, den ziehe ich gleich mal fest. War der noch steiler? Nee, das war so, ne? Das war so. Ja, ja, so ist gut. Da soll ich mich mal raufsetzen? Du, weißt was? Ich habe ja die Sitzbank gekriegt. Die muss da mal rauf. Und dann können wir Probe sitzen. Ich lass mal runter? Ja. Ich habe ja eine Sitzbank mir bauen lassen. Seid überrascht. Guck hier, vorher. Das ist die neue? Nein, das ist die alte. Das ist die alte. Und das ist die neue. Die sieht richtig schick aus. Da haben wir so eine Aluplatte genommen. Das nennt sich Alu-Vibond oder so heißt das. Ja. Und da kann man schön mit dem Tacker hier das in dieses Alu reintackern. Das ist schöner, als wenn man Blech nimmt.
Da muss ich mir noch eine so eine Halterung bauen, die jetzt hier so einen Querbügel hat. Ja. Und diese Schraube kommt dahin. Wir wollen mal sehen, ob das passt. Was ist das? Ich kann gar nicht sehen. Warte mal, nee, muss weiter nach vorne. Ja, muss ein Stück nach vorne noch. Ja, so. Ist drauf. Boah, die sieht aber geil aus. Guck mal. Schick, ne? Jetzt sieht das schon nach Motorrad aus. Also die Sitzbank haben wir ja verworfen. Sunglass. Aber optisch nicht so mein Fall. So breit, ne? Ja, jetzt will ich mir mal ordentlich so schön gemacht. Ja, kommst du jetzt an Schalt? Sehr gut. Ja? Ja. Dann schraube ich den fest, so. Also das ist doch klasse. Wir sind ja kurz vorm Ende. Du. Ja. Ich kümmere mich schon mal um das Auspuff. Diese muss ab hier, diese Halter. Aus einer Bauschlosserei, die Halterung. Ach, wie die, wo auf der Straße so läuft. Ja. Ach so, und Öl müssen wir noch einfüllen, ne? Ja. Und mach mal ein Stück weiter rein. Noch weiter rein, weiter rein. Ach nee, der wird ja hier zu dick. Ja, das ist doof. Ah, siehst du, das wollte ich. Jetzt habe ich den ja wieder abgerissen. Nee, das wollte ich nicht. Aber er so kann denn, wenn er umso weiter er hier ab ist. Umso besser kommt er hier. Ja. Soll ich, willst du noch mal ranhalten? Ne? Ja, so mach mal. Dass er hier zwischen Freiheit ja. Glaube ich, du. So ist gut? Ja. Gut. Hält er? Ja, macht einen guten Eindruck. Ja, warte mal. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich dachte, so brauchen wir. Wer kommt da denn? Moin. Andi, du hast Besuch. Moin, Paul. Moin, Andi. Mensch, du hast ja einen neuen Arbeitsanzug. Ja. Sieht gut aus. Neu, von Snickers. Echt, wa? Von Snickers, wa? Ja. Ja. Bist du hier Werbebeauftragter von Snickers jetzt? Ja, wäre eine gute Idee. Wäre eine gute Idee, wa? Ja, schön. Na, wolltest du mich mal besuchen, wa? Ja. Das ist hier der Nachwuchs, Paul. Er schraubt ja auch so gerne. Was hat er alles? Zündapp hat er und eine DKW hat er. Ja. Eine Girelli hast du. Mhm. Gute Sachen, ne? Aber nichts läuft, ne? Ja, die DKW, die ist fast fertig. Ah, wie schön. Klasse. Ja, wir schrauben hier an der Sonnenglas rum. Ja. Mhm. Ist auch interessant. Wir bauen gerade einen Auspuffrohr ran und dann wollen wir die mal laufen lassen. Mhm. Kannst ja zugucken. Kannst du viel lernen hier. So. Ja, hier lernt man sowieso viel. Echt, ne? Mhm. Ja, finde ich klasse. So, den ziehen wir gleich fest. Der soll jetzt dahin, dahin. Wieso passt der so gut? Ja. Gar nicht verspannt, das Ding. Hältst du den mal fest, Andi? Kurz du mal von gegenhalten, von hinten, von der anderen Seite? Das kann ich. Habe ich. Ist da noch Potenzial? Doch. Ein bisschen Potenzial ist da noch. Ist schon zu? Nö, noch nicht. Wischen noch, ne? Ja. So, mir geht nicht. Das sieht doch klasse aus. Hier, kriegst du da dran vorbei? Wie original. So. Batterie ist drin. Ich habe die noch mal aufgeladen. Sollen wir jetzt langsam mal Öl reinfüllen? Ganz langsam? Mhm. Ja, können wir. So.
so, das reicht schon. Du musst ganz wenig, sagt Sobel rein nur. Das soll ja nur, dass die Kette da ab und zu machen. Genau. So, und dann wieder rausdrehen. Ja, ist genug. Guck mal, das bis dahin. Das soll ja nur dazwischen sein. Mhm. Sollen wir jetzt die Vordermannachse noch festmachen? Die Vordermannachse? Mhm. Ach ja. Ich drehe hier nochmal hoch jetzt. Das habe ich ja auch fertig. Schön neues Schutzblech gebaut. Aluminium, Kunststoff beschichtet. Ich habe die alten Schutzblechstreben genommen von der Sonnenglas. Sieht wieder ganz passabel aus. So. Hast du die neue Achse schon? Ne, hier. Die ist von Herrn Krohn. Krohn mit Kronmutter. So gehört sich das. Ja. So, die musst du von deiner Seite aus durchstecken. Und hier fehlt jetzt noch. Wo ist denn die Abstandsbuchse? Da. Ah ja, genau. Die kommt jetzt da noch zwischen. Warte mal, ich muss. Wieso? Kannst du noch ein bisschen höher drehen, Andi? Da mit dem 22er? Das ist. Wieso geht das denn nicht? Besser? Nee, der will aber noch nicht. Hier hochheben mal, was? Jetzt kam er. Gut. So, war der da, wenn nicht? Hier willst du noch eine schöne Scheibe hin. Kann ich den hier anziehen? Ja. Oder bist du da erst? Nee, jetzt muss ich. Nee, den ziehst du jetzt fest und dann zieh ich die an. 24. So. Was machen wir jetzt? Die Sitzbank? Du? Mhm. Die muss alle rauf, ne? Ja. Da müssen wir hier, ich hab ja noch, hier müsste so ein Bügel hin, der mit der Mutter dann hier unter dem Rahmen geschraubt wird, weißt du? Von hier, ne? Ja. Das habe ich nämlich noch nicht fertig gehabt. Warte mal, den können wir doch aber. Da brauchen wir ja nur einen Bügel, der klemmt, oder? Da brauchen wir ein Flacheisen. Also ein Stück schönes Flacheisen mit einem Loch in der Mitte. Genau. Und dann klemmt er so an den. Welches ungefähr? So 10 cm lang ist. Ja. Da. So. Jetzt machen wir das Ganze nach unten und gucken einfach mal hin, ne? Ja, jetzt müssen wir hier so eine Stäbe hin. Ja, warte mal, nimm mal weg. Wenn wir den jetzt so da so hinhalten. So, da müsste er denn so hin. Von oben und da, ne? Ja, und jetzt musst du noch Striche machen, dass er hier so. Da schweißt du dann einfach zwei Hochkant-Flacheisen noch rein, ne? Mhm. Sehr schön. Dann haben wir eine Verdrehsicherung. Und von den beiden Punkten nehmen wir jetzt die Mitte. Oder von. Ja, warte, mein Zollstock ist weg. Und das sieht ja nicht mittig aus, was du hier. Was denn? Der ist ja viel weiter wie das da. Dann müssen wir den kürzer machen. Das messen wir aus und verschieben den einfach ein kleines Stückchen. Gut. Halt mal an. Ja.
Mach mal nicht so doll. Nee, weil die Alufolie unten ist. Ja, eben. Zieht sich so durch. Mhm. Also eigentlich hätte den Abstand zwischen müssen. Ja, also das werden wir mal machen. Den habe ich, glaube ich, schon mal gezogen. Bin ja gespannt, wie sie sich anhört. Und ob die Lampe ausgeht. Ja. Angeht sie. Angeht sie. Aber die soll ja, wenn die läuft. Lichtmaschine lädt. Ach. Sollen wir hier gleich reingucken? Nee, machen wir erstmal an und gucken wir mal. Okay. Ja. Benzinhahn öffnen. Oh. Vergaser tippen. Wie viel laut die wohl ist? Oh, die hört sich bestimmt gut an jetzt. So, Sprit kommt. Oh. Wenig Strom. Hoffentlich langt das noch zum Anspringen. Oder ist die Batterie jetzt? Langsam läuft. Und dann läuft jetzt hier. Dann läuft jetzt hier. Ja. Oh, die hat ja auch einen guten Klang, wa? Ja. Hört sich gut an. Noch mal anmachen? Oder? Nö, nee, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir machen jetzt mal. Also, dieser Tag war erfolgreich. Für uns, für die Sunglass. Und. Ich hoffe ja auch für euch, liebe YouTube-Freunde, ihr könnt beruhigt sein, die Lichtmaschine lädt. Genau. Die Arbeit hat sich mal wieder gelohnt. Die Arbeit hat sich gelohnt. Echt, ne? Ich hole mal Bier. Ja. So, und dann habe ich noch was anzumerken. Wieso kriegen wir ganz selten den Plop hin? Wir müssen appellieren an die Flensburger Brauerei. Ja, wir haben den Fehler gefunden. Wir haben den Fehler gefunden. Spätzünder am Gummi. Das Gummi öffnet sich nicht immer zeitgleich. Obwohl wir zeitgleich öffnen, haben wir hier ab und zu mal einen Spätplop. Ab und zu? Das ist in letzter Zeit ja, ganz oft. Ja. Und deswegen, ich denke mir so, man muss es vorher, aber das bringt nichts. So, wir machen wieder bei drei. Ne? Ja. Eins, zwei, drei. Guck mal da, Spätzünder. Der ist noch gar nicht auf. Ne, jetzt erst. Also, liebe Freunde von der Brauerei, strengt euch an. Wir wollen den Synchronplop schaffen. Prost. Tschüss.